Verehrten Damen und Herren und liebe Freundinnen und Freunde des Bruno Kreisky Forum an den verschiedensten digitalen Endgeräten, auf den verschiedensten Foren, also all jene, die jetzt hier mit uns in diesem Zoom-Raum sind, genauso wie diejenigen, die uns zuschauen über Facebook Live oder das auch später dann auf den verschiedensten Kanälen sehen, YouTube, was auch immer, oder im Falterradio hören. Wir haben ja eine Zusammenarbeit auch mit dem Falterradio, was uns eine große Freude bereitet. Wir haben überhaupt viel auf technologischer Ebene und in dieser Hinsicht in den letzten Monaten weitergekriegt, weil ja das Kreisky Forum, das sage ich jetzt auch für diejenigen, die nicht so oft bei uns im Haus sein können, ja eine in Wien die Villa, das ehemalige Wohnhaus von Bruno Kreisky ist. Nachdem wir angesichts der Corona-Situation natürlich auch gezwungen waren, auf andere Wege auszuweichen, haben wir diese verschiedensten digitalen Formate gewählt und hier schon eine ganze Reihe, ich wurde jetzt korrigiert, es waren nicht 20, sondern noch sehr viel mehr Veranstaltungen, die wir in den letzten 4 Monaten auf diese Art und Weise gemacht haben. Ich darf nicht nur Sie begrüßen, sondern vor allem unseren und meinen heutigen Gast zu dieser, das muss man auch dazu sagen, letzten Veranstaltung vor der Sommerpause. Ich begrüße ganz herzlich Jens Südekum, der uns jetzt aus Düsseldorf zugeschaltet ist und dort Professor an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf ist. Jens, wunderbar, dass du da bist. Hallo. Jens Südekum ist einer der bedeutendsten und heute auch öffentlich am meisten wahrgenommenen deutschen Ökonomen. Unlängst hat die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ein Porträt über dich geschrieben mit dem wunderbaren Titel der Ökonom der Mächtigen. Das heißt also jetzt nicht nur, dass man sich an die Mächtigen ranpirscht, sondern dass man einen Einfluss auf die Mächtigen tatsächlich hat. Also in dem Fall war das natürlich auch ein bisschen ein Wortspiel, aber es ist natürlich auch eine Wahrheit. Jens Südekum ist ein offizieller Berater, also er sitzt im Advisory Board des deutschen Wirtschaftsministeriums und ist dort natürlich auch, wird er immer wieder gehört, auch vom Wirtschaftsminister Altmaier. Und wie man auch überall weiß, hat er natürlich auch, findet er auch immer im deutschen Finanzministerium bei den Freunden und Kollegen dort bis hin zum Finanzminister ein Ohr. Jens Südekum ist auch SPD-Mitglied, habe ich in diesem Porträt gefunden. Und er spielte auch in seiner Jugend, und die ist ja nicht so lange her, er ist deutlich jünger als ich, er spielte in 3 Bands, darunter einer ACD-Coverband. Also all das macht ihn vielleicht sozusagen nicht zu einer Figur, die ganz anders ist als alle Ökonomen in Deutschland, aber doch wahrscheinlich nicht der Durchschnitt. Das Durchschnittscharakteristikum eines Wirtschaftsprofessors und einer bedeutenden Stimme in der ökonomischen Wissenschaft. Ich habe schon gesagt, er ist neben vielen anderen Dingen Volkswirtschaftsprofessor an der Heine-Universität in Düsseldorf. Also nochmal ganz herzlich willkommen, Jens, hier im Kreisgeborum. Und ich fange gleich so an, angesichts einer Situation, die in Deutschland sicher ein bisschen anders ist als in Österreich, aber so dramatisch anders ist sie nicht. Also wir sind ja doch beides Länder, die doch eher zu den stärkeren europäischen Ländern zählen, die in der Lage sind, Wirtschaftsrettungsprogramme und dann auch Konjunkturbelebungsprogramme aufzusetzen, wie andere Länder vielleicht das nicht so sehr in der Lage sind und auch aufgrund ihrer anderen Struktur, die vielleicht nicht so wohlfahrtsstaatliche Traditionen hat, vielleicht auch anders organisiert sind. Man hat ein bisschen den Eindruck, also ich sehe so jetzt auch in den letzten Wochen, dass ein bisschen diese Katastrophenstimmung auch in wirtschaftlicher Hinsicht weggeht. Also dass eigentlich eine große Gelassenheit fast wieder einzieht, obwohl wir gleichzeitig wissen, die deutschen Exporte sind um 30% eingebrochen. Wir werden sowohl Deutschland als auch Österreich irgendwo bei -7 bis -9% in diesem Jahr landen. Vielleicht auch ein bisschen drüber, man weiß es eigentlich nicht genau. Vieles ist noch so ein bisschen tiefgefroren und gleichzeitig müssen wir damit rechnen, dass so etwas wie Insolvenzwellen vielleicht erst im Herbst auf uns zurollen. Ist es eigentlich so, Jens, dass wir da ein bisschen naiv sind noch, dass eigentlich die Stimmung besser ist als die Lage? Ja, das ist, glaube ich, eine sehr unsichere Frage, mit der wir uns konfrontiert sehen, denn
viele Dinge, die ja eine Rolle spielen werden für diese Konjunkturprognosen, die lassen sich eigentlich noch gar nicht so richtig seriös einschätzen. Also das Wichtigste vielleicht, die ganze Pandemielage. Wir reden ja alle von dieser möglichen zweiten Welle, die im Herbst kommen könnte. Also alle Zahlen, die momentan so kursieren, gehen natürlich davon aus, dass das nicht passiert. Ja? Und sollte so etwas wiederkommen und sollten wir gegebenenfalls wieder so einen Lockdown veranstalten müssen, in ganz Deutschland bzw. in ganz Österreich, dann sind natürlich sofort alle Zahlen hinfällig. Aber ich glaube, die wichtigere Frage ist, in all diesen Konjunkturmodellen geht man natürlich davon aus, dass so eine gewisse Stabilität von Konsumentenverhalten über die Zeit auch erhalten bleibt. Ja? Also die Modelle gehen davon aus, dass jetzt die Konsumenten sich nicht groß geändert haben durch die Pandemie. Ja? Ob das aber wirklich so ist in der Realität, ne? Das können wir ja vorher noch nicht so wissen. Das wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen, ob Leute generell zum Beispiel vorsichtiger geworden sind, weniger in Urlaub fahren wollen und vor allem, das wird die wichtigste Frage sein, genauso freigebig Geld ausgeben wollen oder vielleicht jetzt eine höhere Sparneigung entwickeln. Das sind alles noch so ein bisschen Fragezeichen. Ja? Und momentan, die ersten Frühindikatoren, die sehen tatsächlich ganz gut aus. Mhm. Ja, vor allem, wenn man jetzt so nach China guckt, wo die Wirtschaft jetzt wirklich wohl relativ stark wieder anläuft. Ja? Aber gerade für Deutschland und auch für Österreich ist natürlich von entscheidender Bedeutung, wie es anderswo ausschaut. Entschuldige, also, was sind aus deiner Sicht zufriedenstellende oder hoffnungsgebende Frühindikatoren, jetzt abgesehen jetzt von dem, was du mit China erwähnt hast? Ja, ich meine, es gibt ja diese Statistiken, Auftragseingänge, ja, oder auch die Konjunkturerwartung, das IFO-Institut misst das ja immer. Und da gehen ja momentan alle davon aus, wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, dass im dritten Quartal es nicht wieder einen Rückschlag gibt bei der Pandemieentwicklung, dass wir zwar jetzt im zweiten Quartal einen ganz dramatischen Einbruch nach unten sehen, ja, aber im dritten Quartal auch gleichzeitig quasi den stärksten Anstieg, der je gemessen wurde, also irgendwie plus 7% wieder, ja. Und dann hat man zwar jetzt praktisch den Rückfall des zweiten Quartals noch nicht komplett wieder ausgeglichen, aber schon ein gutes Stück wieder aufgeholt, ja. Und das sind so die frühen Indikatoren, die erstmal hoffnungsfroh stimmen. Aber wie gesagt, ob das dann ausreicht, dass man irgendwie nächstes Jahr schon sagen kann, es sieht fast so aus, als wenn überhaupt nichts gewesen wäre. Ja, da sind halt weiterhin große Fragezeichen aus meiner Sicht. Gleichzeitig ist es ja natürlich so, dass man ja einfach nur ein bisschen die Dinge zusammenrechnen muss. Also nicht nur die Konsumstimmung von Konsumenten, die vielleicht ein bisschen Angst vor der Zukunft haben oder die vielleicht auch keine Lust haben, groß einzukaufen und schon gar nicht in Urlaub zu fahren, weil, was weiß ich, eigentlich würde man gerne ans Meer, aber ans Meer kommt man eh nicht und dann einen oberösterreichischen Schäden muss ich nicht unbedingt fahren, sage ich jetzt mal zynisch. Das ist ja das eine, aber auf der anderen Seite hast du ja natürlich auch ganz viele Menschen, die einfach erhebliche Teile ihres Einkommens verloren haben, seien das freiberufliche oder kleine Unternehmen, aber seien das auch in Österreich die vielen Arbeitslosen. Wir haben ja doch rund 100.000 bis 200.000 Arbeitslose mehr, also eine viel stärkere Anstieg als bei euch. Aber auf der anderen Seite haben natürlich auch die Menschen in Kurzarbeit Einkommenseinbußen und sollen das nur 10% sein. 10% ist Geld. Also all diese Dinge zusammen ergeben ja wahrscheinlich schon einen erheblichen Einbruch der Konsumnachfrage, oder? Ja, natürlich. Also die unmittelbaren Einbrüche, von denen du gerade gesprochen hast, das ist ein Aspekt. Davon wird natürlich dann, sobald es wieder anläuft, ein Stück weit dann auch wieder ausgeglichen sein. Und also solange Konsumverhalten am aktuellen Einkommen stark hängt, ja, und das ist oft der Fall, dann werden die Leute da natürlich auch wieder mehr ausgeben. Ne? Aber wenn man so schaut, die Sparquote, ne, das ist ja immer eine interessante Statistik, die Sparquote, gesamtwirtschaftlich gesprochen, in ganz Europa und besonders stark in Deutschland, ist sehr stark angestiegen. Ja, und das ist eben einfach ein Maß für Verunsicherung, also dass Leute im Prinzip schon Geld hätten und konsumieren könnten, aber nicht konsumieren wollen, weil eben diese Verunsicherung sehr, sehr stark ist, aus verschiedenen Gründen. Ja. Mhm. Und das, also so eine Sparquote, und nicht nur jetzt bei den Haushalten, sondern vor allem auch bei den Unternehmen, die jetzt eben auch sehr zurückhaltend sind, was Investitionen angeht, das sind natürlich Faktoren, die dann jetzt so einen spektakulären konjunkturellen Wiederaufstieg dann erstmal unwahrscheinlich machen. Ich sage jetzt auch gleich hier an dieser Stelle dazu, weil ich es vorher vergessen habe, wir werden hier wie immer in unseren Gesprächen circa 30 bis 40 Minuten hier Jens und ich uns unterhalten und dann haben Sie als Teilnehmer auf den verschiedensten Kanälen, also sei es jetzt diejenigen hier im Zoom-Raum, die können sich direkt einmengen oder die, die auf Facebook Live zuschauen über die Kommentarfunktion, die Möglichkeit,
sich einzumischen. Das wird sie dann meine Kollegin Nathalie Luftensteiner entweder freischalten mit dem Mikrofon oder versuchen, die Kommentare zu sammeln und hier reinzuspielen und zurückzuspielen. Das jetzt an dieser Stelle. Jetzt sind wir natürlich in einer Situation, Jens, wo man eben noch an diesem Übergang ist, wenn man so will, aus der Phase, unmittelbaren Phase des Lockdowns, wo ja wahrscheinlich das Entscheidende mal war, die Unternehmen zu retten, ja, und Zusammenbrüche zu verhindern, hin zu einem wieder langsamen Aufmachen. Und das ist der Punkt, wo Konjunkturprogramme zu wirken beginnen können. Das sagen wir es mal so, ja, sehr vorsichtig formuliert. Gleichzeitig haben wir jetzt eben in Österreich rund 900.000 bis 1 Million noch immer in Kurzarbeit. In Deutschland sind es, glaube ich, im aktuellen Stand 7 Millionen. Muss man rechnen, dass sehr viele von diesen Menschen in quasi irgendwann einem halben Jahr oder einem Vierteljahr in Arbeitslosigkeit sein werden? Also das droht uns Massenarbeitslosigkeit. Ich meine, Deutschland hatte noch vor wenigen Jahren eigentlich, also wenig ist auch nicht mehr, aber 18, 17, 16 Jahren knapp 5 Millionen Arbeitslose. Ja. Was muss uns hier eigentlich da, welche Sorgen muss man sich da machen? Ja, also 5 Millionen, das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Ja. Aber wir kamen ja von ungefähr 2,3 Millionen. Ja, und die Prognosen momentan sind so im Jahresmittel, dass wir so auf knapp 3 Millionen gehen könnten. Ja. Also ich gehe schon davon aus, von den aktuell fast 7 Millionen Leuten in Kurzarbeit, dass die große Mehrheit von denen schon wieder an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren wird. Ja, das wird auch wahrscheinlich schon im dritten, vierten Quartal passieren, wenn eben dieser konjunkturelle Wiederaufstieg kommt. Und gerade im verarbeitenden Gewerbe der Industrie, ja, da waren es ja vor allem Angebotsprobleme, also gestörte Lieferketten, die eine große Rolle spielten. Das wird sich jetzt im Zeitablauf erledigen. Das heißt, da werden viele Leute zurückkommen. Aber, und das ist meine größte Befürchtung, ja, ich meine, es ist ja jetzt schon klar, dass einige Wirtschaftszweige dauerhafte Schäden davontragen werden. Ja. Also zum Beispiel Veranstaltungen werden, also große Konzerte und so weiter, ja, das wird jetzt über längere Zeit noch nicht gehen, ja, und überhaupt Tourismus. Und die Autoindustrie, die steckte vorher schon in Schwierigkeiten in Deutschland. Das ist ja so eine Leitindustrie mit fast 1 Million Beschäftigten. Ja. Da gehe ich davon aus, dass etliche nicht zurückkommen werden. Und die haben natürlich dann ein echtes Problem, denn ich glaube, für den deutschen Arbeitsmarkt wird das große Problem sein, wo sollen eigentlich neue Jobs herkommen. Ja? Also wenn wir jetzt alles gerettet haben, alle kommen wieder zurück an ihre alten Arbeitsplätze. Für diejenigen, die das dann eben nicht schaffen, ne, wie viele das auch immer sein werden, vielleicht 200, vielleicht 500.000, und plus die Berufseinsteiger, die heute auf den Arbeitsmarkt kommen, die jungen Leute, ja, wo sollen jetzt neue Jobs herkommen? Und das wird ein großes Problem werden, denn ich habe ja schon geredet von der Sparquote der Unternehmen. Ja. Neuinvestitionen sind momentan kaum zu sehen. Ja. Also die Investitionen werden extrem stark nach unten gehen und das heißt dann halt auch, es werden relativ wenig neue Jobs geschaffen werden. Und das wird dann, glaube ich, das Problem werden, wie man dann diejenigen, die man nicht retten konnte, die quasi unter Kurzarbeit und die Arbeitslosigkeit gehen, wie man die dann dort wieder rausbekommt. Ja? Und das wird, glaube ich, die große Aufgabe der nächsten mindestens 1, 2, 3 Jahre sein. Wenn du von den Unternehmen, die nicht investieren, sprichst, würdest du sagen, ist es das hauptsächlich, weil die Unternehmen in einer Situation, wo man nicht weiß, was die Zukunft bringt, einfach zurückhaltend mit Investitionen sind? Oder liegt es auch daran, dass viele Unternehmen jetzt einfach sozusagen auf den finanziellen Polster, der möglicherweise sonst für Investitionen gebraucht worden wäre, einfach verbraucht haben, um zu überleben oder zum Teil sogar sich verschuldet haben, was natürlich langfristig Investitionen und damit das Schaffen von Arbeitsplätzen, die eigentlich notwendig wären, behindern wird? Und dann müsste man sich eigentlich die Frage stellen, was tut man genau dagegen? Ja, das ist, glaube ich, beides für die Unternehmen. Also das eine ist dieses Schuldenüberhangsproblem. Ja? Also das jetzt eben durch die Rettungsmaßnahmen gab es ja eben diese staatlich verbürgten Kredite von der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die wurden interessanterweise gar nicht so stark abgerufen, wie man zunächst gedacht hatte. Ja, also das war ein Zeichen dafür, dass viele Unternehmen noch ein Polster hatten. Ja? Und das wurde aber auf jeden Fall aufgebraucht. Ja, ich meine, in einer Situation, wo es keine Einnahmen mehr gibt, aber die Kosten weiterlaufen, man irgendwann muss das decken und dieses Polster ist abgeschmolzen. Und das weiß man einfach jetzt auch aus der Rezession der Vergangenheit, dass eben Überschuldung und das Aufzählen von Polstern eben dazu führt, dass Unternehmen jetzt erstmal in den ersten Jahren
wieder ihre Bilanzen reparieren wollen. Ja? Also wenn ich jetzt, was ich ein Busunternehmer bin und habe mich jetzt über beide Ohren verschuldet, dann werde ich jetzt nicht daran denken, meine Busflotte auszutauschen und Wasserstoffbusse zu kaufen oder neue Linien irgendwie aufzumachen, sondern ich muss erstmal zusehen, dass ich meine Verluste, die ich eben aufgetürmt habe, dass ich die irgendwie wieder reinhole. Ja? Und die werden dann eben auch keine Jobs schaffen. Das ist genau das Problem. Und dazu kommt eben diese generelle Verunsicherung, gerade jetzt eben bei exportorientierten Branchen. Ja? Es ist ja völlig unklar, was mit dem amerikanischen Absatzmarkt passiert, was mit Südeuropa passiert, was mit Lateinamerika passiert. Man hat ja alle das gleiche Problem. Und das fällt natürlich dann jetzt auf gerade die exportstarke Industrie zurück und drückt dort auch auf die Investitionen, auf die Neueinstellungen. Ja, und aus all diesen Gründen wird es eben, glaube ich, das Problem sein, dass der deutsche Arbeitsmarkt und wahrscheinlich auch der österreichische einfach viel weniger dynamisch sein wird und es eben weniger Neueinstellungen gibt. Und das ist einfach vor allem eben auch für Berufseinsteiger ein Problem. Ja? Also Leute, die von den Unis ja, jetzt auf den Arbeitsmarkt drängen, vor 2 Jahren werden die weggegangen wie warme Semmeln, ja, sage ich mal. Und, ja, ob das 2021 so sein wird, das ist die große Frage. Bevor ich jetzt zum deutschen Wirtschaftsprogramm oder Konjunkturprogramm komme, frage ich gleich an der Stelle, weil es so gut passt, du hast vom amerikanischen und am Exportmarkt, aber auch von den europäischen Partnern im Süden gesprochen. Es ist ja auch ein europäischer Wiederaufbaufonds und Solidaritäts- und Hilfspaket in Planung verschiedenster Art, aber insbesondere dieser deutsch-französische Vorschlag von 750 Milliarden Euro. Da ist es ja so, dass sozusagen gerade Österreich zu jenen zählt, die seit sozusagen seit einigen Zeit schon sich in einer Gruppe von anderen, die sich die sparsamen 4 genannt haben, die knausrigen 4, wie wir so gerne sagen, und jetzt sind es Gott sei Dank immer mehr 3, an die Spitze jener gestellt haben, die gesagt haben, das wollen wir nicht, das machen wir nicht, und das sozusagen jetzt eigentlich schon mal eigentlich einen Monat, eineinhalb Monate blockieren. Ja? Ist ja jetzt nicht so, dass es dann wie immer in Europa, klar, irgendwann mal kommt man zu einem Kompromiss und da wird auch nicht so schlecht sein, aber in dem Fall stellt sich ja nochmal die Frage, okay, jetzt hat man aber schon eineinhalb Monate verloren, die man vielleicht produktiver einsetzen hätte können. Ist das jetzt eigentlich schon etwas, wo man sagen muss, das ist unverantwortlich, solange so etwas in so einem Moment zu blockieren? Ja, natürlich, es geht da auch um die Zeit, ja. Also natürlich sollte man schnell agieren. Und gut, dass jetzt in Europa, dass das jetzt nicht so läuft, dass da eine Idee von Merkel und Macron innerhalb von wenigen Wochen irgendwie in die Tat umgesetzt wird. Ich meine, daran sind wir ja gewohnt, dass in Europa da einfach die Mühlen ein bisschen langsamer mahlen. Ich bin aber eigentlich ganz guter Dinge, dass am Ende dann schon irgendwie ein vernünftiger Kompromiss gefunden wird. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich jetzt die sparsamen 4 so am Ende so durchsetzen, dass der ganze Vorschlag scheitert. Am Ende, also gegen die kombinierte Macht von Frankreich und Deutschland, wird es da schwierig sein, dagegen anzugehen. Aber ich denke, am Ende wird wahrscheinlich ein Kompromiss gefunden werden, dass man eben sagt, der Großteil dieser 57 Milliarden, oder wie viel es dann am Ende auch immer sein wird, wird eben nicht als Kredit, sondern als Zuschuss gewährt. Und dafür macht man so eine Stärkung von Strukturreformen. Es gibt ja dieses europäische Semester, also dass man sagt, ja, Italien kriegt Geld und kriegt Zuschüsse, aber verpflichtet sich eben dann zu diesen und jenen Strukturreformen. Und wenn das klug ausgehandelt ist, dann ist das ja vielleicht sogar auch gar nicht die schlechteste Idee, das so zu machen. Ja, also ich meine, es kommt ja noch hinzu, dass jetzt unter diesen 4 durchaus unterschiedliche Philosophien herrschen. Also in Österreich hat man da eher sozusagen das eigentlich diese Art von Knausertum gegenüber dem Süden, wie man es in Deutschland noch vor 10 Jahren auch hatte. Während letzte Woche habe ich hier mit unserem Freund Joachim Palme gesprochen. In Schweden, die eigentlich auch Teil dieser Gruppe sind, man ja natürlich völlig anders argumentiert, nämlich ein bisschen keynesianistisch national autark noch diese Fantasie, die man in Schweden vielleicht auch hat, aber vor allem auch mit dem Argument, warum sollen Steuerzahler eines Wohlfahrtsstaates für ein Land zahlen, das sich weigert, seine eigenen Reichen zu besteuern, was ja wiederum eine durchaus verständlichere Argumentationslinie. Aber ich meine, das wäre ja ein möglicher Reformansatz. Also ich denke, wenn man eben so eine Art Vergemeinschaftung der europäischen Fiskalpolitik anstrebt, vor allem jetzt zum Beispiel durch die Ausgabe von gemeinschaftlichen Anleihen, dann ist ja eigentlich die natürliche Konsequenz, dass man dann auch bestimmte Vereinheitlichungen in der Steuerpolitik dann vornimmt. Bei den Körperschaftssteuern wird das ja angestrebt, also eine Mindestbesteuerung für Unternehmen. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man über kurz oder lang dann auch über so eine Art
Vermögenserbschaftsbesteuerung auf europäischer Ebene, also eine Vergemeinschaftung, dann eben auch diskutiert. Weil klar, das ist natürlich schon paradox. Ja, es gibt ja diese Diskussionen, dass eben die Privatvermögen in Italien hoch sind. Gut, die sind in Immobilien gebunden, also es ist kein liquides Vermögen, was man mal eben so sozusagen einsammeln könnte. Aber natürlich gibt es da Möglichkeiten, wie man das langfristig lösen könnte. Und das wäre ja dann eben aus meiner Sicht ein Kompromiss, dass man sagt, Vergemeinschaftung von Schulden und Ausgaben und gleichzeitig eine gewisse Vergemeinschaftung eben der Steuerpolitik. Das wäre ein echter Schritt zu einer Form von europäischer Integration. Ah, da würde aber wahrscheinlich wieder unser Bundeskanzler schreiend davonlaufen, bevor man so einen Kompromiss gefunden hat, weil Erbschafts- und Vermögensteuern will er nicht mal im eigenen Land, geschweige denn in anderen. Oder umgekehrt. Gut, aber ich meine, wie gesagt, das ist typisch Europa, ja. Also immer in solchen Krisen, dann entwickeln sich ja gewisse Schritte, ja. Und das wäre dann die Hoffnung auch dieses Mal. Also wir reden ja immer vom Hamilton-Moment, ja, der eventuell jetzt hier ausgebrochen ist. Und ich meine auch der Hamilton-Moment, was dann sozusagen in den USA, auch dort sind die Dinge dann ja nicht ruckzuck über Nacht passiert, sondern das war der erste Schritt. Und das könnte dann eben so einen Prozess in Gang setzen, der dann langsam in Richtung einer stärkeren Integration erfolgt, die aus meiner Sicht notwendig ist, wenn man eine gemeinsame Währung noch hat. Da muss ich jetzt als Anwalt des Publikums nachfragen. Ich weiß, was du meinst, wenn ich die Debatte kenne, aber was ist mit dem Begriff des Hamilton-Momentes gemeint? Naja, ich meine, diese Idee jetzt, dass wir sagen, wir vergemeinschaften Schulden, also wir geben tatsächlich eine gemeinschaftliche europäische Anleihe heraus, das war ja bisher, schien ein absolutes No-Go zu sein, auch wenn es nicht stimmt, es gab schon Vorbilder für gemeinschaftliche europäische Anleihen, aber nur in sehr kleinem Volumen. Und in der Geschichte der Vereinigten Staaten, da gab es ja eben auch mal diesen einen Moment, wo das bis dahin eben lediglich auf Ebene der Bundesstaaten jeweils war und dann zum ersten Mal eben tatsächlich eine Anleihe sozusagen des Federal Government ausgegeben wurde. Nicht? Und so gesehen, das könnte man ja hier vergleichen, dass das so ähnlich jetzt für Europa wäre in dem Moment, wo jetzt in einem größeren Umfang eben tatsächlich eine EU-weite Gemeinschaftsanleihe ausgegeben wird. Also diesen Begriff auch in Anlehnung an die US-Geschichte vom Hamilton-Moment hat ja auch Olaf Scholz sehr stark benutzt in den letzten Wochen und Monaten, der überhaupt gewissermaßen im Moment ist, wenn man so will, fast die Inkarnation oder sozusagen die zentrale Figur des europäischen Keynesianismus erscheint. Bist du überrascht von dem? Also es ist ja eine zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung ziemlich starke Repositionierung von dem weg, was immer die Zuschreibung bei Olaf Scholz, der strenge, solide mit der schwarzen Null, bisher gewesen ist. Und plötzlich ist da ein Schalter umgegangen. Hat dich das überrascht? Ja und nein. Also wenn man so ein bisschen das verfolgt hat, die deutsche Diskussion in der Zeit davor, ja, also wo er ja dann auch eben auf der schwarzen Null bestanden hat, aber das war natürlich eben noch eine Situation, wo in Deutschland die Steuereinnahmen ja nur so gesprudelt sind, wo wir typischerweise in einem Jahr Budgetüberschüsse an einem Jahr von 50 Milliarden Euro gemacht haben. Ja, wo man dann eben sagt, ja, in einer solchen Situation, warum sollen wir da über Schulden diskutieren? Ja, wir hatten da eben diese Diskussion über mangelnde Investitionen und Infrastrukturlücken. Ja, und die Frage, wie finanziert man mehr Investitionen? Und da waren eben viele Ökonomen, ich auch, die gesagt haben, solche Investitionen sollte man eben langfristig auch über Schulden finanzieren. Und damals hat Scholz eben noch gesagt, nein, das ist überhaupt nicht notwendig. Wir haben ja genug Geld, es gibt genug Steuereinnahmen. Und das kann man natürlich auf unserem keynesianischen Standpunkt, wenn man drüber nachdenkt, durchaus auch nachvollziehen, auch wenn ich es nicht hundertprozentig teile. Aber natürlich gehört zu so einem keynesianischen Ansatz dann auch in einer solchen Krisensituation. Das ist ja wirklich so, wenn man die Zahlen anschaut. Es ist die stärkste Krise seit Ende des Zweiten Weltkrieges, dass man dann auch sagen muss, gut, jetzt ist die Rolle des Staates massiv dagegen zu halten. Weil wenn man jetzt quasi dann auch wieder sich ziert, ja, dann muss man sich ja fragen, wofür man dann diese Politik der schwarzen Null in den vielen Jahren davor überhaupt betrieben hat. Also insofern kann man Olaf Scholz da schon eine konsequente Haltung auch unterstellen. Jetzt ist es so, dass es ja einerseits diese ganzen Wirtschaftsrettungsprogramme, diese Notrettungsprogramme gegeben hat und jetzt auch diese 130 Milliarden an Konjunkturprogramm und es werden sicher ja jetzt nochmal mehr und darüber können wir ja später nochmal ein bisschen im Detail sprechen, ob das Konjunkturprogramm da jetzt treffsicher ist oder transformativ genug
Was aber natürlich, und darüber möchte ich eigentlich hier auch zentral mit dir sprechen, weil es ganz viele Leute gibt, die natürlich sofort diesen ersten Reflex haben, dass alle Staaten jetzt erstens mal wahnsinnig viel Geld quasi hineinpumpen in die Wirtschaftsrettung und in die Konjunkturrettung, gleichzeitig ohnehin Steuerausfälle haben. Das heißt, die Budgetdefizite werden explodieren auf, weiß ich nicht, bis zu 10%, vielleicht 14%, also jedenfalls fast Fantastilliarden aus der verglichen mit dem, was man vorher so für normal gehalten hat. Die Staatsschuldenstände werden sich in Österreich, was weiß ich, wir waren, glaube ich, jetzt bei 70%, es wird irgendwo bei 90% liegen, Deutschland war, glaube ich, bei 59%, es wird irgendwann mal bei irgendwo bei 85% oder 80% liegen, und das sind ja jetzt nur die stabilen Länder. Also manche waren ja vorher schon bei 170% und werden dann deutlich über 200% wieder liegen, Italien, Griechenland und so weiter und so fort. Und die Grundhaltung der Menschen ist da dagegen, ja, wer soll das eigentlich alles zahlen? Ja, irgendwann muss es ja zurückgezahlt werden, und dann haben wir Austerität und Armut für uns und unsere Kinder und so weiter. Ist das die Gefahr? Ja, die Gefahr ist, dass wir diese Diskussion tatsächlich bekommen werden und auch zu schnell bekommen werden. Aber da warne ich natürlich davor, denn wie gesagt, wir haben jetzt gerade ja ein Konjunkturprogramm geschnürt. Das heißt, es geht jetzt darum, den Wiederaufstieg erstmal zu organisieren, ja, in Deutschland, in Österreich, in ganz Europa, ja, mit viel Geld. Und wir können ja nicht gleichzeitig aufs Gas und auf die Bremse treten. Also das heißt, wenn wir jetzt zu schnell mit dieser Konsolidierung beginnen und sagen, jetzt müssen wir aber kürzen, streichen, sparen oder die Steuern erhöhen, dann würden wir gerade diesen Konjunkturimpuls ja konterkarieren. Ne? Insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass man diese ganze Frage um Staatsverschuldung, ja, dass man die jetzt eben versucht, ein bisschen zu entemotionalisieren und zu versachlichen. Ja? Und natürlich ist das schwierig, weil eben in der breiten Bevölkerung da natürlich einfach so diese Analogie immer gezogen wird zwischen Staaten und einfach Privathaushalten. Ja? Man dann sagt, ja gut, ich habe mich jetzt wahnsinnig verschuldet und jetzt muss ich das eben irgendwie wieder zurückzahlen und muss mich jetzt einschränken und den Gürtel enger schnallen. Aber auf gesamtstaatlicher Ebene wäre das geradezu gefährlich, so zu agieren. Wir müssen letztendlich so agieren wie auch nach der Finanzkrise. Da ist ja der Staatsschuldenstand auch extrem angestiegen. In Deutschland auch von ungefähr 60 auf 80. Ja. Und in den 10 Jahren danach ist eigentlich dieser Staat, die Schuldenquote auch wieder von 80 auf wieder unter 60 gesunken, ohne dass jetzt im großen Stil wirklich absolut zurückgezahlt oder getilgt wurde. Also die Zahlen sind ungefähr so, wir hatten in der Finanzkrise ungefähr 500 Milliarden aufgenommen an zusätzlichen Schulden. Das wird diesmal jetzt noch mehr sein. Und zurückgezahlt hat man weniger als 100 Milliarden. Ja? Der Rest ist einfach stehen geblieben, diese 400 Milliarden. Ja? Und die Schuldenquote ist trotzdem gesunken, ganz einfach, weil die Wirtschaft wieder gewachsen ist. Und dann eben diese absolute Summe nicht mehr so ins Gewicht gefallen ist. Und genau so, aus meiner Sicht, müssen wir jetzt auch wieder agieren und können das auch. Also in dem Moment, wo das Wachstum wieder anspringt und die Zinsen niedrig bleiben, und das ist ja das Glück, dass die Zinsen so niedrig sind, solange dann eben quasi irgendwann ja, der Status dann so, dass praktisch der Zuwachs von neuen Schulden nicht mehr so hoch ist wie jetzt, ja, in dem Moment geht diese Schuldenquote ganz einfach automatisch wieder zurück. Ja, weil wir dann heißt das eigentlich, wenn du dir jetzt sozusagen langfristige Verläufe anguckst, ja, also sowohl in Deutschland, aber auch in anderen Ländern und in den USA, Großbritannien seit 1945, kann man sagen, Staaten verschulden sich und zahlen diese Schulden nie zurück. Sie fallen dann nur nicht mehr auf, wenn die Staaten selber reicher werden. Richtig, also die USA hat seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie irgendwelche Schulden zurückgezahlt. Ja, und Deutschland eigentlich auch nie. Es gab jetzt eben diese einmalige historische Ausnahme mit der Politik der schwarzen Null beziehungsweise der Überschüsse, wurde eben in den Jahren ab 2014 tatsächlich ausnahmsweise mal getilgt. Ja? Aber das ist die große historische Ausnahme. Alle anderen Länder haben noch nie Schulden irgendwo zurückgezahlt, sondern haben letztendlich Schulden immer überwälzt. Ja? Also das heißt, man hat natürlich, wenn eine Anleihe nach 10 Jahren fällig wird, dann wird die natürlich zurückgezahlt. Aber wie wird sie zurückgezahlt? Indem man eine neue Anleihe ausgibt und dann eben mit dem Geld, was man für die neue Anleihe bekommen hat, die alte abbezahlt. Ja? Und dann hat man eben wieder 10 Jahre. Und so läuft es eben. Ja? Und dieses Spiel, damit das sozusagen unter Kontrolle bleibt, ist es eben wichtig, dass die Wirtschaft insgesamt und damit eben ja auch die Steuerbasis, die proportional ist quasi zum Bruttoinlandsprodukt,
dass die eben am Ende schneller wächst als die Schulden. Ja? In dem Moment ist es ja eine einfache mathematische Gleichung, die dann eben sagt, dass die Schuldenquote dann eben wieder sinkt. Ja? Und da, nur darum geht es eigentlich. Also ich wäre zufrieden, wenn wir quasi die Diskussion am Ende so bekommen, dass wir sagen, klar, wir brauchen eine Konsolidierung in dem Sinne, dass wir von der Schuldenquote, die jetzt in Deutschland wahrscheinlich auf 80% nach oben schnellen wird, dass die im Zeitablauf dann eben ab 2022, 2023 dann langsam wieder sinkt. Ja? Aber das darf nicht einhergehen eben mit drastischen Kürzungen von Sparprogrammen, ja, weil die würden geradezu dieses Konjunkturprogramm, was wir jetzt gerade geschnürt haben, ja, die würden die das geradezu konterkarieren. Das würde aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn machen, dann quasi mit Sparprogrammen zu kommen. Ne? Und diesen Fehler haben wir schon mal gemacht nach der Finanzkrise, dass zu früh, zu schnell gespart wurde und dadurch wir eben durch diese Austerität die Euro-Krise bekommen haben. Und eine zweite Rezessionswelle im Jahr 2011. Ja, und diese Fehler, die dürfen wir aus meiner Sicht nicht nochmal machen. Und die Schwierigkeit ist eben, das in der Bevölkerung irgendwie auch plausibel zu erklären. Weil sozusagen in der breiten Bevölkerung eben aufgrund dieser Analogie von Staaten und Privathaushalten einfach so diese Vorstellung herrscht, jetzt haben wir Schulden gemacht und die müssen wir im buchstäblichen Sinne zurückzahlen. Und das kann man eigentlich nicht häufig genug sagen, dass das eben einfach nicht stimmt. Also um genau diese Aufgabe zu erledigen, gewissermaßen jetzt gemeinsam das sozusagen zu erklären und auch anderen zu erklären und deutlich zu machen in einer breiten Öffentlichkeit, nochmal zur Wiederholung auch für unsere Zuseher und auch zur Überleitung zur nächsten Frage, nämlich, also eigentlich brauchen wir uns über die Staatsschulden nicht so viele Sorgen machen, die sind gewissermaßen unser kleinstes Problem. Ja, die können ruhig so bleiben und wir werden sie wahrscheinlich nie zurückzahlen oder es ist gut, wenn wir sie nie zurückzahlen, weil das Entscheidende ist, dass es mehr Arbeitsplätze, mehr Jobs, mehr Wertschöpfung und damit Wachstum der Wirtschaft gibt. Das ist ja verständlich und wir müssen es deswegen nicht zurückzahlen, weil wir sie natürlich irgendjemand zurückzahlen, derjenige, der uns 10 Jahre lang als Staat Geld geliehen hat, zu einem vielleicht trotz Zinssatz noch von 0,1%, also er schenkt es uns real zum Teil auch noch, was ja auch nochmal besonders nett ist, den müssen wir natürlich nach 10 Jahren zurückzahlen, aber mit Geld, das wir uns von einem anderen dann aufnehmen. Genau. Aber da ist dann gewissermaßen das eigentliche entscheidende Problem, was ist, wenn der dann nicht mehr 0,1% will, sondern der will dann 3,0 oder 3,7 oder 4,8%. Genau. Und dann hat man ein Zinsproblem, das man letztendlich nicht hundertprozentig voraussehen kann für in 10 Jahren. Richtig. Also in diesem ganzen Spiel, die große Unbekannte ist eben tatsächlich die zukünftige Zinsentwicklung. Ja. Momentan haben wir ja eben die Möglichkeit, uns real wirklich zu Negativzinsen Geld zu leihen. Ja, und das kann man natürlich auch sehr langfristig tun. Ja, also wenn wir eben zum Beispiel eine 30-jährige Anleihe rausgeben, die hat für Deutschland Zinsen von nominal fast null. Ja, das heißt, real ist es sozusagen irgendwo bei minus 1,5%. Das heißt also, was dann real in 30 Jahren zu refinanzieren ist, in 30 Jahren ist die Wirtschaft ja extrem gewachsen im Vergleich zu heute, ist dann nur noch ein sehr, sehr kleiner Betrag und man sollte da jetzt keine große Panik haben. Ja. Aber natürlich, man darf jetzt eben auch nicht anfangen, dieses Spiel mit den Staatsschulden und mit der Überwälzung ja, irgendwie für so ein Spiel zu halten, was völlig automatisch funktioniert und was jeder einfach so für alles Mögliche machen kann. Ja. Also wenn es so einfach wäre mit den Staatsschulden, ja, dann würden das ja alle möglichen Länder auf der Welt ganz einfach so praktizieren können. Also so einfach ist es nicht. Also damit die Zinsen eben niedrig bleiben, ist erstmal wichtig, dass die Kapitalmärkte weiterhin quasi ein Vertrauen der Währung gegenüberbringen und auch den Staaten gegenüberbringen, dass das sozusagen solide Staaten sind. Und es ist eben auch wichtig aus meiner Sicht, dass man das Geld, was man da aufnimmt, dass man das eben auch nicht für irgendwas verpulvert, ja, sondern natürlich für Dinge ausgibt, die sinnvoll sind und die auch langfristig Wachstumsimpulse setzen. Denn es kommt ja immer auf dieses Verhältnis an zwischen der Wachstumsrate und den Zinsen. Ja. Das heißt, wir sollten, damit das alles funktioniert, dafür Sorge tragen, dass die Zinsen niedrig bleiben, indem praktisch die Märkte weiterhin Vertrauen haben, indem auch die Zentralbanken die Rolle spielen, die ihnen zugedacht ist. Ja? Und zum anderen, dass das Geld so ausgegeben wird, dass das Wachstum eben auch stimmt. Ja? Und damit meine ich jetzt eben auch transformatives grünes Wachstum, ja? Dass das eben stimmt, weil wenn diese beiden Parameter passen, ja, dann ist die Schuldentragfähigkeit sichergestellt. Ja? Und dann müssen wir uns praktisch jetzt über diese Staatsverschuldung oder über finanzielle Restriktionen keine so großen Sorgen machen. Wenn die Staaten sich verschulden und wenn die Notenbanken
hier, um das, die Schulden tragfähig zu halten, Geld in den Kreislauf pumpen. Das kann ja auch so weit gehen, dass sie de facto die Staatsschulden selbst ankaufen. Also, und wenn sie es nicht dürfen, dann kauft sie deine Bank und die Bank verkauft es dann direkt an die Zentralbank innerhalb von einem halben Tag. Da sagen dann viele Menschen, naja, in Wirklichkeit ist das ja genau das, was in der Geschichte Inflation her produziert hat. Eigentlich sagen das allerdings auch wiederum Leute schon seit 15 Jahren, seit 10 Jahren, seit der Finanzkrise, und es ist alles Mögliche passiert, nur Inflation ist nicht gekommen. Droht irgendwann mal diese Inflation, die immer wieder an die Wand gemalt wird? Ja, natürlich, man kann nie irgendwas für komplett tot erklären. Ja. Mhm. Es ist natürlich so, Inflation und Zinsen, die gehen ja eben Hand in Hand in gewisser Weise. Also wir haben eben diese Tendenz zu Niedrigzinsen und eben ja auch nicht erst seit gestern, sondern eigentlich ist das ein Prozess, der schon 30, 40 Jahre läuft, dass dass Nominalzinsen rückläufig sind. Und die Inflation ist eben auch seit vielen Jahrzehnten auf einer rückläufigen Tendenz. Ja? Und was wir momentan erleben, natürlich klingt das erstmal paradox, ja, also die ganzen Kaufprogramme der EZB, dass eben Geld in den Kreislauf gepumpt wird, aber auch nicht wirklich. Nicht? Was passiert ist, dass dieses Geld eben, das mit dem Geld den Geschäftsbanken eben die Staatsanleihen abgekauft werden. Die Geschäftsbanken schwimmen im Geld, ja, dort schwimmen in Zentralbankreserven, sollte man sagen. Aber im wirklichen Wirtschaftskreislauf, bei den Haushalten und bei den Unternehmen, da kommt ja kein Geld an. Nicht? Also die Geschäftsbanken, die können ja Geld, die brauchen dieses Zentralbankgeld ja nicht wirklich, um Geld zu schöpfen, ja, sondern das passiert so gesehen einfach so. Und das passiert eben in dem Moment, wenn Unternehmen investieren wollen, wenn Haushalte konsumieren wollen und Kredit nachfragen, dann entsteht Geld und dann entsteht auch Inflationsdruck. Aber wie wir vorhin ja schon gesagt haben, momentan haben wir eher das gegenteilige Problem. Wir haben einen Anstieg der Sparquote. Wir haben Unternehmen, die sich sehr zurückhalten mit Investitionen. Wir haben Haushalte, die sich auch zurückhalten mit ihrem Konsum. Und das aufgrund all dem, das ist gerade das Gegenteil von einem inflationären Umfeld, sondern ist eher ein deflationäres Umfeld. Das heißt, aus meiner Sicht wird das große Problem der nächsten Jahre gerade das Gegenteil sein, ja? Nämlich wie können wir quasi die Wirtschaft wieder anschieben, sodass sie eben nicht in eine Deflation abrutscht. Ja? Mhm. Und von daher, glaube ich, sollten wir jetzt nicht diesen Fehler machen, dass wir jetzt die Geldpolitik der EZB verteufeln, weil sie potenziell vielleicht Inflation erzeugen könnte. Weil momentan haben wir, wie gesagt, genau das gegenteilige Problem. Aber wir müssen natürlich wachsam bleiben. Also wir können jetzt nicht das Problem Inflation einfach sozusagen für tot erklären. Na, man muss dann eben wachsam sein. Und wenn es Anzeichen gibt, dass es zurückkommt, dann muss man natürlich auch dann schnell reagieren. Aber das sind Probleme, die sich aktuell nicht stellen. Das sind Probleme, die sich aber stellen könnten. Diese Inflationsgefahr oder nicht vorhandene Inflationsgefahr, die du jetzt sozusagen geschildert hast oder nachgewiesen hast, warum das so ist. Das gilt natürlich insbesondere für Gütermärkte, und selbst da kann es, kleiner Klammer, ein Ausdruck natürlich ein bisschen in eine andere Richtung gehen, wenn wir etwas durchführen, was jetzt sich jetzt auch ein bisschen andeutet nach der Corona-Krise, nämlich ein bisschen Deglobalisierung produzieren, weil wir weite Lieferketten haben und sich dann manche vielleicht denken, okay, lassen wir die Dinge doch lieber hier produzieren, dann hast du sie natürlich nicht unter so billig Bedingungen, und dann werden die Dinge automatisch schon teurer, und dann hast du natürlich das erste Mal wiederum so etwas wie möglichen Inflationsdruck bei Waren. Was es aber nochmal gibt, aber das ist ja jetzt eher kein ökonomisches, sondern eher eine Frage der Deglobalisierung. Was es natürlich gleichzeitig auch gibt, ist das, was manche Leute nennen, eine sozusagen Vermögensinflation. Dass angesichts dieser, dass wir einerseits sozusagen fast deflationäre Situation bei Gütern haben und die Leute ihr Geld, von dem sie nicht mehr wissen, wohin damit, in Immobilien stecken, die Immobilienpreise gehen durch die Decke, und irgendwann schlägt es natürlich wiederum auf Mietpreise durch, und dann hast du natürlich eine inflationäre Entwicklung bei den Mieten. Also müssen wir uns eher darauf einstellen, dass es sowohl deflationäre als auch inflationäre Entwicklungen gibt, und die gibt es eigentlich seit 10 oder 15 Jahren, und die soll man, kann man ja auch nicht ignorieren. Das Wohnen heute für die meisten Leute oft schon die Hälfte ihres Einkommens auffrisst, ist ja keine Kleinigkeit. Ja, natürlich. Natürlich, das ist diese Diskussion, wird Inflation überhaupt korrekt gemessen? Ja, aber da halte ich jetzt nicht allzu viel davon, dass man, weil man eine bestimmte Vorstellung hat, quasi dann an der Messmethode versucht zu rütteln. Also es gibt schon einen guten Grund, dass Inflation eben gemessen wird über den Konsumentenpreisindex, ja, also über wiederkehrende Käufe und nicht
wenn jetzt Immobilienpreise steigen, das ist ja eben oft auch als Ergebnis von Spekulationen, also dass Immobilien gekauft werden von Unternehmen, die gar nicht selber darin wohnen wollen, sondern die es dann eben zum steigenden Preis weiterverkaufen wollen. Es gibt einen guten Grund, warum das nicht abgebildet ist in einem Konsumentenpreisindex. Und da muss man eben auch sehen, das sind natürlich urbane Phänomene, die in Berlin eine große Rolle spielen und in Wien eine große Rolle spielen, auf dem platten Land nicht. Ja, also auf der breiten Front sieht man da auch nicht diesen Druck, wie man ihn jetzt in ganz vereinzelten bestimmten Städten sieht. Ja, aber nochmal zu diesem Problem Deglobalisierung. Das ist natürlich, das halte ich tatsächlich auch für ein gewichtiges Argument. Ja, also wir hatten gesehen, ich meine, die Corona-Krise war ja sowohl ein Angebots- als auch ein Nachfrageschock. Und die Angebotsseite, also dass da plötzlich einfach Lieferketten zusammengebrochen sind und bestimmte Güter nicht mehr produziert werden konnten, das hätte natürlich eigentlich auch Inflationsdruck erzeugen müssen. Ne? Also wenn einfach jetzt Güter knapper werden und die Nachfrage ist immer noch da, dann würden die teurer werden. Ja. Aber der Nachfrageschock war stärker. Ja? Also einfach diese Konsumentenzurückhaltung, Haushalte, Unternehmen, die einfach ihr Geld gehortet haben und nichts mehr ausgeben wollten, aus Verunsicherung. Das ist deflationär. Und am Ende, wenn wir ja geguckt haben, was ist passiert mit der Inflationsrate insgesamt seit Januar, die ist gesunken. Das heißt, man hat gesehen, diese nachfrageseitigen Effekte, die haben überwogen. Ja? Und aus meiner Sicht wird das auch auf absehbare Zeit so bleiben. Ja? Aber die Deglobalisierung, ja, also wenn wir jetzt plötzlich sagen, wir wollen jetzt wieder alles Mögliche selber herstellen. Ich meine, die Diskussion haben wir ja bei medizinischen Produkten, haben wir die ja schon, da macht es auch irgendwo Sinn vielleicht, dass man da so eine Art Sicherheitsreserve hat. Aber wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen jetzt auch Autos und Kühlschränke und T-Shirts jetzt alles wieder sozusagen in Europa herstellen, dann ist klar, dass das teurer wird. Ne? Und das hätte dann, wenn man das übertreibt, eben tatsächlich dann auch möglicherweise Inflationsdruck zur Folge. Und da hoffe ich aber, dass das so ein bisschen jetzt eher so ein erster Impuls ist nach dem Corona-Schock und dass das nicht wirklich mit Nachdruck betrieben wird, weil ich sehe eigentlich keinen Grund dafür, das zu tun. Ja, und vor allem viele, da geht es ja jetzt nicht nur um Unternehmen, die Autos produzieren, sondern Unternehmen, die nur zwei Teile für ein Auto produzieren, das aber für den gesamten Weltmarkt. Ja. Glaubst du, dass das überhaupt denkbar ist, so etwas zurückzudrehen? Weil diese Unternehmen können ja auch dann deswegen auch nur so effizient produzieren, weil sie nicht nur für die Autobranche in drei Ländern produzieren. Nein, also ich glaube nicht, dass das im großen Stil zurückgedreht werden sollte. Ja? Es wird sicherlich diese natürliche Diversifizierung geben. Ja? Also dass jetzt Unternehmen, die jetzt wirklich, es gab viele Beispiele, wo eben wirklich alles spitz auf Knopf stand, ob jetzt dieser eine Zulieferer aus China pünktlich liefert, ja, und hätte er es nicht getan, dann wäre alles zusammengebrochen. Meine Unternehmen wissen ja auch für die Zukunft, dass man sowas nach Möglichkeit nicht haben will, ja, und da wird man sicherlich ganz natürlich darüber nachdenken, dass man jetzt eben so 1, 2, 3 Alternativen aufbaut, dass sowas nicht wieder passiert. Aber im großen Stil, jetzt politisch betrieben, so eine Deglobalisierung zu instrumentalisieren, das würde ich für einen Fehler halten, ja, also bei Medizinprodukten in Ordnung, ja. Und wichtig ist, ich meine, wir haben ja die Diskussion um Klima und CO2-Preise und über diesen CO2-Grenzausgleich. Also wenn jetzt Europa einen CO2-Preis einführt und andere Länder, zum Beispiel China oder Indien, das nicht tun, dass dann eben dieser CO2-Preis dann nachgepreist wird an der Grenze. Das halte ich für vernünftig. Ja, und das hat natürlich dann auch ein gewisses Maß an Deglobalisierung zur Folge. Ja, das würde ich sagen, ist akzeptabel, aber jetzt eben so eine Art Trumpschen Protektionismus am Ende zu kopieren. Ja? Da sehe ich eigentlich keinen Grund für, denn das hat eigentlich auch letztendlich mit Corona relativ wenig zu tun. Jetzt schon Richtung Ende dieses Hauptteils unseres Gesprächs gewissermaßen kommen. Wir haben ja auch schon über dieses Konjunkturprogramm gesprochen und du hast es ja jetzt auch schon angedeutet, einiges. Und jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, ist das denn eigentlich transformativ genug, wenn man schon so viel Geld in die Hand nimmt und wenn wir schon in Billionenhöhen in die Wirtschaft pumpt, könnten wir es nicht eigentlich ganz anders machen? Wir haben ja auch in der Corona-Krise auch gesehen, dass es eigentlich relativ einfach geht, von einem Tag auf den anderen Dinge so zu machen, wie man sich nie vorstellen hätte können, dass man sie jemals machen würde. Warum können wir uns dann jetzt nicht gleich auch vorstellen, dass wir die Autos abschaffen, in den Städten bauen wir Wälder, machen wir Wälder, das brauchen wir ohnehin, weil Sibirien hat es jetzt schon 38 Grad. In unseren Städten wird es im Sommer 60 Grad haben, das ist, in 10 Jahren können wir hier nicht mehr leben. Dafür
bauen wir zwar keine Autos mehr, aber in jede Wohnung Klimaanlagen, gibt eh viel zu wenig und die müssen dann natürlich CO2-neutral sein, also mit irgendwelchen Windrädern, was weiß ich, was man sich alles ausdenken kann. So viel reisen müssen wir auch nicht mehr, das sehen wir ja jetzt. Diese Videokonferenz funktioniert heute schon relativ gut. Aber das kann auch anders sein, wenn gerade in meiner Straße zu viele Fernseh streamen. Also im Zeitalter des Shutdowns hätte ich dich jetzt schlechter gesehen oder schlechter gehört. Gott sei Dank ist es jetzt so warm, dass alle noch draußen sind und nicht streamen. Das ist offensichtlich der Grund. Aber da könnten wir auch das haben wir gesehen. Man muss da massiv investieren in Breitband. Wenn das hier alles eine Qualität hat, die sich nicht mehr unterscheidet vom Fernsehen, dann ist es natürlich eine ganz andere Form zu arbeiten, jetzt nicht nur für uns, sondern auch im Unternehmen, wo man Konferenzen hat und wo man nicht in einer dreiviertelstündigen Besprechung sich in ein Flugzeug mehr setzen muss. All diese Dinge könnte man jetzt machen, ganz viel Geld hineinhängen und wird das ausreichend getan? Ja, also das Paket, was in Deutschland geschnürt wurde, das sogenannte Wumms-Paket, so ja, wird es ja genannt, ja, ist ja so eine Mischung, also von den 130 Milliarden sind 50 Milliarden in diesem sogenannten Zukunftspaket und da sind genau so Dinge drin, wie du sie gerade beschrieben hast, ja, Wasserstoff, Elektromobilität und so weiter. Klar, da kann man jetzt sagen, das hätte noch mehr sein müssen. Aber jetzt ist es natürlich so, bei dem Konjunkturpaket geht es ja erstmal darum, dass es erstmal auch schnell wirken muss. Mhm. Ja? Und dafür gab es ja eben nun genau die Instrumente, wo es genau darum ging, jetzt einfach zügig, möglichst schnell Geld auf die Straße zu kriegen. Also zum Beispiel diesen Familienbonus, dass eben Familien mit Kindern pro Kind 300 Euro zusätzlich bekommen. Ja? Und das eben auch nur für Familien mit kleinen Einkommen, wo man weiß, dass die das Geld auch direkt wieder ausgeben. Und das finde ich, das ist ein klassisches Instrument und ist auch gut. Hätte man bei mir auch 600 Euro machen können, aus meiner Sicht. Ja. Die Mehrwertsteuersenkung, das ist nochmal so eine Sonderdiskussion, ob die jetzt so ankommen wird. Ja. Aber das sind Dinge, da ging es einfach darum, bei Konjunktur schnelle Wirksamkeit. Ja. Bei den Investitionen, da ist ja das Problem, über all diese Fragen haben wir ja schon lange vor Corona diskutiert. Ja. Also Elektromobilität, dass das kommen muss, dass wir die Ladeinfrastruktur brauchen, dass wir das Thema Wasserstoff, ja, dass wir quasi die klimaneutrale Produktion von Stahl, Chemie und so weiter durch Wasserstoff, dass wir das alles machen müssen. Und da ist es natürlich so, da wurde ja immer gesagt, das scheitert eigentlich gar nicht am Geld, ja, sondern das scheitert eben darum, dass es nicht so einfach ist, diese Sachen von heute auf morgen umzusetzen, ja, weil das ewig langen Planungsvorlauf hat, die Genehmigungsverfahren, um irgendwelche Leitungen zu verlegen, das dauert ewig. Dann gibt es alle möglichen Bürgerinitiativen, die dagegen klagen, gegen jedes einzelne Windrad, was irgendwo aufgestellt wird. Das heißt, das sind Dinge, die scheitern erstmal so nicht am Geld, ja. Also ich glaube, es braucht beides. Also es braucht Geld und es braucht sozusagen den entsprechenden regulativen Unterbau. Ja. Aber ich glaube, man hätte jetzt das Konjunkturpaket nicht nur mit solchen Elementen machen können, weil das wäre nicht schnell genug gegangen. Ja. Wir brauchen jetzt einfach erstmal Kohle, die schnell auf die Straße kommt und das ist gelungen. Und ich glaube aber, was wir machen müssen, ist diesen Investitionsteil des Pakets, ja, da wird es eben nicht mit getan sein. Also die 50 Milliarden, die jetzt hingelegt wurden, da müssen wir zusehen, das wäre ein großer Erfolg, wenn die tatsächlich in den nächsten 2 Jahren wie geplant abfließen. Das glaube ich ehrlich gesagt noch nicht, dass das klappt, weil da gibt es eben diese vielen Bremsen, über die ich gerade geredet habe. Mhm. Aber damit wird es eben nicht getan sein. Also ich glaube, für diese echte Transformation, da brauchen wir noch Investitionspakete eigentlich in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, ja, kontinuierlich finanziert, meinetwegen auch schuldenfinanziert, ja, weil das sind nun eben Dinge, die sind eindeutig notwendig und setzen Wachstumsimpulse. Das heißt, da ist die Finanzierung eigentlich ziemlich egal, ja, wie man das macht. Und wichtig ist eben, dass man praktisch auf der realen Seite die realen Ressourcen eben tatsächlich in diese Bereiche reinkriegt und dann diese Investitionsprojekte auch tatsächlich durchführt. Ja. Das ist, glaube ich, das größere Problem an der Stelle. Also insofern, diese Transformation der Volkswirtschaft in Richtung Klimaneutralität, in Richtung Digitalisierung, die brauchen wir sowieso, da haben wir gar keine Wahl. Ja? Also aus Klimagründen, aus geostrategischen Gründen, also im Wettkampf mit USA und China, also das geht gar nicht anders. Aber das ist nicht unbedingt etwas, was jetzt eben nur im Zusammenhang mit diesem Konjunkturpaket zu sehen ist, ja? Sondern das brauchen wir ohnehin. Und von daher ist die Hoffnung, dass so ein bisschen dieser Impuls, der jetzt gesetzt wurde, auch mit dem Zukunftspaket, dass das etwas ist, was dann auch in der nächsten Bundesregierung, wenn dann Olaf Scholz nicht der Finanzminister ist, ja, eben auch nicht wieder, dass es da keine Rolle rückwärts gibt.
Was immer Olaf Scholz dann sein wird, da gibt es ja die wildesten Spekulationen, die natürlich auch wiederum alle im Kaffeesudlösereien sind, bevor er es der WLAN war. Ich danke dir mal fürs Erste und gebe jetzt mal, wie hieß es bei Aktenzeichen XY, ich rufe jetzt meine Kollegin Nathalie Luftensteiner, haben wir Fragen, entweder im Zoom-Raum oder über die Facebook-Live-Kommentarfunktion, Nathalie. Es ist ja ein längerer Kommentar von Gerhard Mikulasch. Würden Sie den gerne selbst vortragen? Dann würde ich Ihnen die Sprecherlaubnis geben. Geben Sie einfach die virtuelle Hand. Wenn er weiß, wie man die virtuelle Hand hält, wie macht man das? Die ist unten bei den Symbolen auf der rechten Seite. Moment. Ja, ich glaube, Sie sind jetzt hier freigeschalten, Herr Mikulasch, und Sie können Ihre Frage und Ihre Anmerkung selbst hier vortragen, wenn Sie möchten. Ja, warum kopiert kein deutscher und österreichischer Politiker das italienische Wundermittel seit 1999 in 5 Branchen, zum Beispiel Bankenversicherung gegen Arbeitslosigkeit, den Solidaritätsfonds zum Lohnersatz, Fondo di Solidarietà del Sostegno del Reddito, also für die einzelnen Branchen halt. Wieso hört man von der deutschen Autoindustrie, besonders VW, ist die zweite Frage, nichts zur Entwicklung von Brennstoffzellen, Wasserstoff, elektrischen Antrieb, obwohl der deutsche Staat den Wasserstoffbereich mit 9 Milliarden Euro fördert. Stattdessen wird man mit rein batterieelektrischen Antrieb von der deutschen Kfz-Industrie sekiert, obwohl viele Kfz-Konsumenten diesen Antrieb wegen großen Reichweitenverlust und umständlichen stundenlangen Laden ablehnen. So, und dann noch eine Frage. Geld müsste von einer Regierung beim einzelnen Bürger verteilt werden, wie zum Beispiel Wiener Gastronomie-Gutschein 25 bis 50 Euro, damit Konjunktur angekurbelt wird. Danke, Ende. Ich danke Ihnen. Jens, das waren 3 Anmerkungen oder 3 Fragen. Wenn du dazu antworten magst, gerne. Gerne, also zur ersten Frage, also ich sehe keinen ganz fundamentalen Unterschied zwischen diesem Fonds Italien und jetzt dem Instrument der Kurzarbeit. Ja. Das ist ja, die Kurzarbeit ist ja letztendlich nichts anderes als so eine Art Versicherung für den einzelnen Beschäftigten, was eben Lohnausfälle bedeutet. Also würde ich sagen, das hat große Ähnlichkeiten. Dann beim Thema Autoindustrie, also ich denke, das ist jetzt mittlerweile klar geworden, dass die deutsche Autoindustrie in den vergangenen Jahrzehnten, vor allem in den letzten 10 Jahren, eben wirklich so ein bisschen Entwicklungen verschlafen hat, ja, sondern eben einfach auf ihr altes Geschäftsmodell gesetzt hat, was ja einfach auch weltweit super funktioniert hat, ja, und hat sozusagen die alten Cash-Kühe in alle Welt exportiert, aber hat sich nicht wirklich Gedanken gemacht über die Mobilitätsformen der Zukunft. Ja, und das rächt sich jetzt. Was jetzt die Mobilitätsform der Zukunft ist, also ob das jetzt Elektro oder Wasserstoff oder Brennstoffzelle oder so ist, da kann ich wenig zu sagen, da bin ich kein Experte. Ja, aber ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass eben da etwas passiert ist, wenn man so ein bisschen mit so der schumpeterianischen Theorie da herangeht, dass da einfach sozusagen der Marktführer einfach so ein bisschen eingeschlafen zu sein scheint und einfach jetzt überrollt wird, ja, durch kreative Zerstörung, wenn man so will. Was passiert da jetzt gerade? Und jetzt muss ich mal eben schauen, die letzte Frage, mit den Konsumgutscheinen, da habe ich durchaus Sympathie für. Die Mehrwertsteuersenkung, die temporäre, die jetzt kommt, hat ja eine ähnliche Idee, ja, dass man sagt, die Mehrwertsteuer sinkt aber nur bis Ende des Jahres, das wissen die Konsumenten und deswegen sollen sie jetzt eben Käufe, die sie sowieso machen wollten, jetzt vorziehen. Ja, ja, wird es eben die große Frage sein, wird diese Mehrwertsteuersenkung auch tatsächlich weitergegeben? Man hätte tatsächlich sagen können, wir teilen Gutscheine aus, ja, und die können nicht bei Amazon eingelöst werden, sondern nur quasi bei kleinen Geschäften um die Ecke, ja, und sind auch nur bis Ende des Jahres gültig. Und danach verfallen sie einfach. Aus meiner Sicht wäre das vielleicht sogar besser gewesen, denn da hätte man sich sicher sein können, dass das Geld tatsächlich quasi bei den Konsumenten ankommt und man hätte auch besser steuern können, welche Unternehmen am Ende davon profitieren. Ja. Aus meiner Sicht wäre das eine schöne Alternative gewesen zu einer Mehrwertsteuersenkung. Jetzt kam noch eine Frage von unserer Generalsekretärin, der Gertraud, die du eh auch schon über E-Mail kennst. Also ich versuche die zu formulieren. Also ein großes Problem stellt sich die Massentierhaltung und der Fleischkonsum heraus und auch die damit zusammenhängenden Prekaritäten und
fast sozusagen Sklavenhalter. Also sozusagen neben der Massentierhaltung gibt es dann auch noch die Massenmenschhaltung, die sehr erinnert an Zustände in Chicago 1909 und 1910. Was kann man gegen eine solche sowohl Orientierung der Landwirtschaft als auch gegen solche Methoden prekärer Beschäftigung generell im Niedriglohnbereich tun? Ja, ich meine, was da ja praktiziert wurde, ist so diese Geschichte mit Scheinselbstständigkeit. Ja, also die Beschäftigten, die ja typischerweise aus Rumänien oder Bulgarien kommen, sind formell gesehen eben Selbstständige, ja, die dann aber quasi alle bei Herrn Tönnies in der Fleischfabrik dann eben arbeiten. Und dieses System der Werkverträge und der Subunternehmer, das ist seit vielen Jahren bekannt. Es wurde auch immer gesagt, dass was dagegen getan wird, ja, aber es ist nichts dagegen getan worden. Ja. Und jetzt durch Corona ist das sozusagen in die Medien gekommen und von daher ist jetzt wahrscheinlich Handlungsdruck. Aber eigentlich ist es ein Skandal aus meiner Sicht, weil diese Zustände waren seit Jahren bekannt und es haben viele versprochen, dagegen vorzugehen und es ist nichts passiert. Von daher ist einfach nur die Hoffnung, dass jetzt, wo es so breit in den Medien ist, dass jetzt eben tatsächlich der Druck da ist, den es eben manchmal braucht, dass eben tatsächlich was passiert. Es ist aber jetzt nicht nur in diesem Bereich, sondern es ist ja generell so, dass der Scheinwerfer ein bisschen durch Corona auch auf Dinge geworfen worden ist, die wir bisher so nicht gesehen haben. Kann das nicht nur ökonomisch, sondern auch gesellschaftspolitisch mit ökonomischen Auswirkungen zu einem Paradigmenwechsel führen? Ja, das ist, ich bin da immer etwas skeptisch, ja, weil jetzt sind natürlich die Helden des Alltags, also sprich in Krankenpflege oder auch die Beschäftigten in Supermärkten, die ja dann eben auch so in der Hochphase des Lockdown durchgehalten haben, also wo es wirklich unangenehm war, in den Supermarkt zu gehen, oder man sich zumindest unangenehm gefühlt hat. Ja, und da wurden die ja verehrt und so weiter. Aber Dankbarkeit ist eben keine ökonomische Kategorie. Also ich fürchte, von dieser Dankbarkeit, also wenn sich dann eben die Zustände normalisieren, dann wird von dieser Dankbarkeit nicht mehr viel übrig bleiben. Ja? Ja. Von daher sollte man dann, glaube ich, wenn man da sozusagen was machen will, dann müsste jetzt schnell von Seiten der Politik eben was folgen, dass eben die Bezahlung zum Beispiel im Pflegebereich deutlich verbessert wird. Ja? Aber jetzt gerade bei den Supermarktmitarbeitern, da bin ich skeptisch. Ja? Da ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass man generell eben einfach über eine Anhebung des Mindestlohns diskutiert, der dann dort eben ankommen wird. Aber also bei den Supermärkten, bei den Supermärkten könnte man, wie du richtig sagst, über die Anhebung des Mindestlohns sprechen. In anderen Bereichen könnte man gewissermaßen sich auch überlegen, ob man nicht bestimmte Prekaritäten, die man zugelassen hat, also von Scheinselbstständigkeit bis zu Leiharbeit im großen Stil, das könnte man ja auch überlegen, ob man dann nicht regulatorisch zurücktritt. Ja, ich habe da große Sympathie für. Ich befürchte nur, dass in dem Moment, wo das Thema nicht mehr auf der medialen Fläche ist, dass das relativ schnell wieder in Vergessenheit gerät. Na gut, wir wollen das nicht in Vergessenheit geraten lassen, gerade aus diesem Grund. Wir wollten uns auch heute, und dafür danke ich dir, dass du uns da gewissermaßen so auch eine volkswirtschaftliche und wirtschaftstheoretische ein bisschen Einführung für interessierte Laien gegeben hast, ja, insbesondere auch in jene Bereichen, wo die Debatte auf uns zukommt, nämlich wer soll das alles zahlen und wo natürlich auch sehr viele Klischees da sind. Da haben wir alle gemeinsam viel Arbeit an sozusagen gewissermaßen Übersetzung akademischer Debatten in den öffentlichen Diskurs hinein. Das hat jetzt nichts Pädagogisches, sondern ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir alle miteinander haben. Dafür danken wir dir, dass du uns da mitgeholfen hast. Danke, dass du überhaupt dich bereit erklärt hast, diese Stunde hier mit uns zu sprechen. Wir würden dich gerne natürlich in unser wunderbares Haus einladen und wir werden das irgendwann mal machen, wenn die Lage sich verändert hat. Musst du unbedingt zu uns kommen ins Kreisky Forum. Es lohnt sich wirklich und es ist ein historischer Ort, auch mit Aura. Also das Online-Gespräch ist großartig, aber es kann nicht alles ersetzen. Aber bis dahin danke ich dir, dass du da warst und mit uns dieses Gespräch geführt hast, Jens Südekum. Alles Gute nach Düsseldorf und alles Gute Ihnen, die uns zugehört haben, die uns 20, 30, 40 Mal auf diese Weise zugehört haben, möglicherweise in diesen letzten 4 Monaten. Jetzt ist für uns alle ein bisschen Urlaub.
und ein bisschen Sommerzeit und im Kreis gefahren, begrüßen wir sie dann wieder am Ende oder am Beginn der Herbstsaison. Wie sich die gestalten wird, wissen wir alle noch nicht. Aber ich würde darauf wetten, die Zoom-Gespräche und auch die anderen Formate digitaler Natur werden auch sicherlich fortgesetzt werden. Möglicherweise werden wir sie dann schon ergänzen können durch physische Begegnungen in unserem Haus. Danke und Ihnen allen einen schönen Abend und Jens, dir auch insbesondere einen schönen Abend nach Düsseldorf. Dankeschön. Tschüss.